Hallo, servus bei Monaco. Du glückst schon, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute bin ich für euch in Südtirol, in Issing, im Hotel Tanzer unterwegs. Ich habe das Zimmer schon gesehen, ist sehr, sehr schön. Ich zeige es euch auch natürlich gleich. Aber natürlich möchte ich auch den Inhaber sprechen, denn das Hotel wird Generationen geführt, privat geführt. Und das, finde ich, macht eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre aus. Und da steht hier natürlich Gastfreundschaft, Familie und Genuss natürlich im Vordergrund. Natürlich auch die schöne Landschaft. Aber ich möchte natürlich wissen, wie es denn so ist zwischen Vater und Sohn. Aber zuerst zeige ich euch jetzt erstmal mein Zimmer. Ich bin jetzt neben Vater und Sohn und ihr habt ja was ganz Tolles hier im Endeffekt auf die Beine gestellt, denn du übergibst sozusagen jetzt das Unternehmen ja schon langsam ein bisschen an den Sohn, oder? Ich glaube, die Küche habe ich schon abgegeben und wir sind jetzt auch dabei, im Laufe der nächsten Jahre auch den Betrieb den jungen Leuten zu übergeben. Deswegen wahrscheinlich auch der große Umbau, der stattgefunden hat? Ja, der große Umbau hat deswegen stattgefunden, weil auch die Kinder mitgezogen haben und gesagt, das müssen wir machen. Und dann war es für uns auch sicher leichter, den Schritt zu tun. Es ist nur ein Sohn neben mir, aber ich habe vorhin draußen ein Bild gesehen, dass er die ganze Familie so ein bisschen mit dem Unternehmen mit involviert ist, sogar der Schwiegersohn ja auch, gell? Ja, der Michel, das ist der Mann von der Melanie. Die Melanie ist auch hier und hilft uns im Betrieb. Die ist Lehrerin in der Hotelfachschule und hilft uns damit. Und der Michel ist Sommelier, ist für den Service zuständig. Und macht den ganzen Weineinkauf. Hannes, wie ist es so für dich, so jetzt in die Fußstapfen zu treten? Ja, es ist schon ein bisschen schwierig. Also es ist was anderes. Wenn man zu Hause arbeitet, dann ist man halt 24 Stunden im Betrieb und halt nicht nur seine 18 Stunden wie in anderen Läden. Man ist halt dauernd hier. Wie ist das so mit dem Vater? Man hat ja auch im Endeffekt so gewisse Vorstellungen, dann hat man so eigene Vorstellungen. Wie kreuzt sich das? Ja, anfangs war es schwierig. Es ist auch, manchmal haben wir noch unsere Differenzen, aber es läuft. Es läuft. Ja. Wie ist denn so deine Küche, wenn du dich selbst beschreiben würdest? Oh. Ja, ich koche eigentlich Sachen, die mir schmecken, die man kennt, Kreationen, die man nicht so gewohnt ist. Und alles drum und dran. Alles drum und dran. Ja. Wenn ich jetzt hier zu Gast bin, was kann ich denn hier so drumherum alles erleben? Ja, zum Beispiel haben wir Bruneck, ein schönes Städtchen, kann man schön einkaufen. Wir haben das Ripa-Museum von Reinhold Messner. Wir haben auf dem Kronplatz oben das andere Museum von Reinhold Messner. Und wir haben ein Bergbauernmuseum in Dietenheim. Man kann schöne Wanderungen machen, auf allem ein Graukas essen, ein gutes Gläschen Wein trinken oder Kellereien besuchen und vieles andere. Wir haben sogar zum St. Martin ein ganz, ganz tolles Menü gekocht. Ihr seht mich jetzt hier auf dem Bild, wo ich in der Küche war und mitgekocht habe. Und bei Instagram seht ihr noch die ganzen Bilder vom Essen, also Monaco Deluxe bei Instagram nachgucken. Da seht ihr auch das ganz tolle Menü. Ich bedanke mich für eure Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke. Ach, war es jetzt gerade herzlich mit Vater und Sohn im Generationenhotel Tanzer. Ich finde es eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ah, ihr seht, die Sonne blendet mich ein bisschen. Es ist traumhaftes Wetter hier in den Bergen. Das ist schon was ganz, ganz Tolles. Ich habe das Wochenende unheimlich genossen. Auch das Essen war kulinarisch echt lecker. Das Martin-Gans-Essen war wirklich toll. Hat mir gefallen, nicht nur dabei sein zu können, sondern eben dann auch am Abend dann mit allen Kollegen zu essen. Mein Tipp ist, wenn ihr hier reserviert, schaut mal vorbei, aber in der zweiten Etage, dann sind die Zimmer genauso schön wie das, was ich euch gezeigt habe. In der ersten Etage sind die Zimmer etwas rustikaler, aber wem es gefällt, jeder hat so seinen eigenen Stil. Ihr wisst ja, ich bin etwas moderner und deswegen haben mir die im zweiten Stock deutlich besser gefallen.
Ja, das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe einen kleinen Eindruck hier aus einem tollen Hotel zeigen können. Ein bisschen was von der Familie erklärt. Ihr wisst, hat euch das Video gefallen? Dann lasst mir einen Daumen hoch da oder noch viel besser hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und hier habe ich für euch das Video vom letzten Mal. Also klickt drauf und schaut wieder rein. Wir sehen uns bei Monaco Deluxe.